Meine Damen und Herren, die 10. Anfrage steht unter dem Betreff Hausdurchsuchungen im Land Bremen. Die Anfrage ist unter der Zeit von Abgeordneten Jan Timke und Gruppe Bürger in Wut. Bitte, Herr Timke. Vielen Dank. Wir fragen den Senat erstens. Wie viele Hausdurchsuchungen sind 2013 im Land Bremen durchgeführt worden? Und wie hat sich die Zahl der Hausdurchsuchungen in den letzten 4 Jahren entwickelt? Bitte getrennt nach Jahren und nach den Städten Bremen und Bremerhaven differenzieren. Und zweitens, welchen Zwecken dienten im Zeitraum zwischen 2010 bis 2013 die angeordneten Hausdurchsuchungen? Bitte differenzieren nach Eingreifsdurchsuchungen, Ermittlungsdurchsuchungen oder Beschlagnahmungen. Und drittens, wie viele der im Land Bremen zwischen 2010 und 2013 angeordneten Hausdurchsuchungen haben sich im Nachhinein als rechtswidrig erwiesen? Diese Frage wird beantwortet von Herrn Senator Meurer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, für den Senat beantworte ich die Fragen wie folgt. Zu den Fragen 1 bis 3. Die nachgefragten Informationen werden nicht statistisch erfasst. Eine Beantwortung wäre nur durch Einzelauswertung aller Strafanzeigen nach gegebenenfalls durchgeführten Hausdurchsuchungen möglich. Dies ist mit einem vertretbaren personellen Aufwand nicht möglich. Soweit die kurze Antwort des Senats. Herr Abgeordneter, haben Sie eine Zusatzfrage? Das nehmen wir erstmal zur Kenntnis, Herr Senator. Zusatzfragen, Herr Senator, liegen keine weiteren vor.